Hallo meine Hübschen, herzlich willkommen zurück zum Let's Roleplay von Minecraft Dragorolia und das Skelett bewacht meine Kühe. Ich habe jetzt die Kühe geholt. So, Gamemode habe ich auch noch, okay. Ich stehe einfach zu viel auf Kauer herum. Deshalb habe ich eigentlich immer Gamemode an. Machen wir den aus. Geht ja schnell. So, weg da. Und da habe ich noch Diorit. Ich habe ein bisschen gefarmt. Schauen wir das gleich mal an. Ja, das sind so die Sachen. Eins ist, also die zwei Diamanten, die ich noch bekommen habe, seht ihr im Ankündigungsvideo. Ja, so einfach wie Minecraft 1.15. Ja, was ist so, wie finde ich so den Patch und was kommt als nächstes? Genau. Ja, vor allem für die Redstone haben wir. Wir könnten ja mal ein bisschen einen Baum dekorieren als weihnachtlich. Komm, das machen wir kurz. Sind sie? Sollen wir noch blaue nehmen? Brauchen sowieso noch nicht so viel zum Craften. Ja, aber ich will die richtigen haben. So. Okay, noch mehr. Irgendwie kann man das richtig besser verteilen. Ich weiß es nicht mehr. Konnte es mal. So. Ja, ich möchte schon eigentlich einen großen nehmen, aber ich komme nicht hoch. Also. Ja, gut. Ich geh weg. Hallo. Hä, wieso hat er keinen Knockback gehabt? Habe ich schlagen können. Weil er an der Ding an der Wand war. So, okay. Also, ich mache den Baum hier. Das war ein Weihnachtsbaum und ich kann nicht erreichen. So, wunderbar, Wunderbärchen. Wunderbärchen. Ja, zu viel möchte ich nicht platzieren. Ja, sieht vielleicht nicht ganz so rund aus. Das ist wegen Minecraft. So, dann haben wir. Dann nehmen wir doch ein bisschen Holz noch. Den Holzigen machen wir Fackeln. Nein, Holz. So. Können wir das irgendwie platzieren? Kommen wir irgendwie hoch? So. Dann haben wir das auch schon gemacht. Wunderbar. Weihnachten kann kommen. Niemand kann so schön dekorieren. Nein. Das ist jetzt wirklich ein bisschen billig. Aber gut. Hauptsache, wir haben ja das gemacht. I feel like good. I feel me good. It was fun. So. Boing. Mehr Fleisch rausholen. So. Ja, Zaubertisch machen so langsam, hä? Habe ich nötig. Ich brauche Zaubertisch. Wunderschöner Zaubertisch. So. Ja, und ich hätte eben Lust, jetzt dann bald anzufangen mit ja, so richtig, ja, wie sagen wir, wikingerisch ba zu bauen. Also, ich habe irgendwie Lust, Wikinger mit Piraten zu vermischen. Dass wir einfach nicht Piraten sind mit Schusswaffen und so, nee, so Wikingerartig. Ja. Das wird schon gehen. Zehn. 14 würde knapp reichen. Ja, würde wahrscheinlich nicht reichen.
Wie sind wir noch ein bisschen vorn? So, dafür habe ich die Plattform hier gemacht. Und zwar genauso eher nicht so. Ich habe genau falsch platziert. Ja. Mist. Mist. Ich hätte das anders machen sollen. So. Ja, jetzt müssen wir eine Diamantspitzhacke noch machen. Ja, man muss in die Augen. Und dann gehen wir mal in die Mine. Hä? Guten Tag, lieber Monster. Hallo? Niemand hier? Wo haben wir denn ein bisschen Obsidian? Hier. Okay, dann machen wir wieder das kleine Trickchen. Mit dem Wasserchen. Nicht Taste dafür. Naja, das Kabel war weg. So. Wir warmen uns mal 4. Sollen wir ein bisschen mehr? Nein, wir brauchen ja kein Netherportal. Wir könnten das schon nutzen, einfach nicht anmachen, das Netherportal. Weil wir kommen so nicht in die Farmwelt Nether. Wir kommen nur in die Adventure-Welt Nether. Und da können wir nichts abbauen. Deshalb, ja, ersparen wir einfach das Portal machen. Oh, bleib doch. Unten ist gar kein Lava. Komisch. Nicht so ein tiefer Ding. Lavasee. Ja, heute habe ich mich ein bisschen mehr ausgeruht. Ich brauche so langsam auch mal ein bisschen Ruhe. Und deshalb kam jetzt ein Video. Am Morgen hat kein Video. Aber, ja, Ding fällt aus. Grimdan. Momentan habe ich halt einfach zu wenig Zeit, um noch ein Projekt immer zum Laufen zu halten. Und deshalb kommt Grimdan jetzt einfach nicht so oft durch die einfach zeitlichen Probleme. Aber ich finde den Mod, also, ja. Ich finde das Spiel eigentlich richtig toll. Ich würde es jeden Tag wirklich gerne zocken mit euch. Aber, ja, es ist halt einfach relativ knapp mit den verschiedenen Projekten. Ich würde gerne mehr Projekte let's playen können. Aber wenn ich dann wieder anfange zu livestreamen, dann habe ich leider noch weniger Zeit. Ja, das ist es so. Das ist einfach so. Was brauchen wir jetzt noch? Ein Buch, genau. So. Willkommen, Saubertisch. Ich freue mich. Weil wir sind jetzt Level 30, können gleich die Spitzhacke bezahlen. Aber wir müssen nochmal runter, weil wir Lapis Lazuli nicht dabei haben. Ich muss da irgendwie einen Balken drauf tun. Und dann kann ich eigentlich immer hier drauf hüpfen. So gehst du runter, wenn man sneakt. So. Lapis Lazuli. Machen wir noch eine Kiste. Ah, irgendwie habe ich ein bisschen Verschiebprobleme. Also das ist sozusagen die Sachen im Crafting Table nicht gerade so richtig verschoben werden. Also schauen wir mal, ist noch schon 30, ist 22. Eigentlich Haltbarkeit ist ja super. Behutsamkeit eigentlich auch. Behutsamkeit ist ja, dass man Blöcke abbauen kann. So wie sie sind. Wie machen wir jetzt das?
Wir machen das einfach bei der Spitzhacke. Die aus Eisen ist und ja, machen wir Haltbarkeit. Ja, sehr, sehr gut. Ich habe eine Spitzhacke, die ich brauchte. Stärkere brauche ich jetzt noch nicht. Aber einfach die, die ich sozusagen brauchte. Sehr schön. So, jetzt können wir kurz schauen auf die Aufnahme. Boah, haben wir noch genug Zeit? Wunderbärchen. Schade, dass das Gameplay da momentan keine Zeit hat. Hätte jetzt gerne mal noch ein bisschen, also Zocker Pro 02, mit ihm noch etwas gebaut oder so. Aber das werde ich dann schon arrangieren können, dass wir da zusammen spielen. Er ist wirklich sehr loyal. Also, ja, eben heutzutage kommen halt nicht mehr so viele Spieler und sagen, ja, ich möchte gerne mitmachen. Das macht eigentlich kaum jemand mit. Und ja, es ist einfach riesig verteilt, oder? So, ein bisschen formen. Ein Gärtele rumspielen. So. Leider nicht ertragreich. Ich weiß nicht, was ich machen muss, um PC ertragreicher zu machen. Das ist nicht mein spezielles Gebiet. Also, machen wir das Essen noch rein und dafür das Holz hier hin. Und jetzt können wir mal hier hingehen und wir sind das letzte Mal dort rüber gegangen. Gehen wir mal einfach mal hier so ein bisschen an der Wüste entlang weiter. Ja. Aber es macht riesig Spaß, so rollenspielerisch zu spielen. Ich freue mich auf eben. Wie soll ich als Wikinger eigentlich reden? Ich so, arr, nein. Nee, lieber nicht. Wir sind süße Wikinger, wir sind nicht so aggressive. Am besten einfach nicht ganz so die Stimme verstellen, sondern ja schon ein bisschen gehoben, also ein bisschen nicht gehoben, sondern ja aggressiv so ein bisschen, aber schon richtig. Ich bin ein Kaninchentöter. Ha. Ja, leider, ich bin doch so tierlieb und muss Tiere töten in Minecraft. Können es nicht Monster sein? So ein Killerhase. Was ich ja bin, ist Blumenlieb. Ich suche mir immer Blumen raus, damit ich genug färben kann. Ah. Ich bin pflanzenlieb, genau. Alle haben Pflanzen. Farme ich ab in der Farmwelt. Ja, das Essen. Immer voll viel fressen. Kommst jetzt? Oh, droppt doch was. Oh, der Megakaktus. Der heilige Megakaktus. Aha. Guten Tag. Ja, oh. Schlucht geht ja hier weiter. Wusste ich gar nicht. Kann man das? Kann man das irgendwie versichern lassen? Ja, scheinbar nicht. Aber ich mag das. Heute bin ich echt konzentriert bei der Arbeit. So, sind wir wieder oben. Aber irgendwie kommen wir hier gerade nicht drüber. Ja, gehen wir einfach durch. Ha, der Drago weiß immer eine Lösung. Wow, sieht richtig geil aus mit der Steppe, so eine lange Steppe. Finde ich richtig nice. Ja.
Ich habe mir ein paar Projekte angeschaut von anderen Minecraftler und ja, sie machen das richtig ziemlich gut. Die nicht so bekannten. Aber dann habe ich ein Projekt von German Let's Play angeschaut und ich habe mich geschämt. Er ist natürlich, also er ist schon qualitativ gut, aber er tut schon relativ blöde manchmal. Einfach zu blöde, als würden die Zuschauer keine Intelligenz besitzen. Ich werde das nie machen. Leute einfach die Zuschauer runterzumachen und so. Also einfach, ich meine einfach nicht runtermachen, aber einfach runterbewerten. Ja. Ich weiß, dass ihr intelligent seid, also muss ich nicht unintelligent machen, damit ich ankomme. Und scheinbar komme ich halt auch nicht so gut an, wenn ich intelligent zeige. Aber ja, das ist so eine Sache. Bei YouTube ist alles verkehrt herum. Die Schlechten sind oben, die Guten sind unten. Ja, haben nicht so gute Hardware, weil sie nicht so viel bezahlen können. Finden einfach nicht genug Leute, die helfen und so weiter. Was German Let's Play und Paluten und so für Leute haben, die ihn unterstützen, die einfach als Beruf ihn unterstützen sozusagen, ist extremst. Weil eigentlich ist er ja nur Berufler. Also er ist ein Videomacher, der beruflich tätig ist. Und die eigentlich jetzt Geld brauchen, aber es nicht beruflich machen, müssten eigentlich viel mehr verdienen können von den Zuschauern oder von den Netzwerken und so weiter. Aber die kommen nicht gut an. Also ist eigentlich YouTube eine verkehrte Welt, die einfach alles umkehrt, was eigentlich ja, so ist. Aber ich merke auch, ich bin jetzt aktiv am Video drehen und so. Also ich tue wirklich Video hochladen. Ich komme langsam auch gut an. Ich kenne ungefähr 20 Leute, die immer noch unten sind, so 4 bis 10 Zuschauer haben pro Tag. Und die kommen einfach nicht hoch. Und da mal ein bisschen Unterstützung schenken. Die haben auch Gründe, wieso sie noch unten sind. Aber ja, soll doch jeder eine Chance haben, bekannt zu werden, oder? Und ich bin wirklich glücklich, dass es bei mir schon so langsam wieder geht. Weil ich habe eine große Pause gemacht und natürlich sind noch nicht alle so gerne aktiv und so weiter. Aber das ist einfach klar, oder? Es ist so. Und da könnt ihr viel unterstützen. Einfach mal denen helfen, wo ihr nicht gerade so denkt, ja, die sind gut, die muss man unterstützen, sondern wirklich den armen Leuten etwas mal geben. Also zum Beispiel ich. Ich habe so viel Geld jetzt ausgeben müssen für Sportsachen, für Hardware und so weiter. Ich bin blank. Also ich habe wirklich kein Geld. Ich habe nur Ersparnisse. Und die Ersparnisse darf ich nicht ausgeben für solche Sachen. Deshalb brauche ich einfach unbedingt das Geld. Das ist sehr wichtig. Aber eben, es ist jedem das Seine, was er spendet oder wie er spendet oder ja, ob er überhaupt spendet. Kein Problem, oder? Nur eben, ich muss es so langsam einfach kurz ein bisschen sagen, weil momentan geht es mir schlecht. Nicht nach irgendwie einem Jahr Let's Playen und Livestream. Dann wird es mich wahrscheinlich schon ein bisschen besser gehen. Aber ihr könnt das gerne beschleunigen, habt ihr schneller bessere Videos und so weiter. Und deshalb, ja, geht es mir dann wahrscheinlich jetzt auch viel besser, wenn mal eine Spende kommt oder so. Die letzten Spenden sind von 2018, also von letztem Jahr. Schon fast überletztes Jahr. Und ja, man hat immer 1 Euro bis 20 Euro Puffer. Und ein Livestreamer, der bekannt ist, bekommt 1000 Euro. Wo haben die das Geld? Verstehe ich nicht. Oder? Aber das ist so, oder? Also, ihr könnt gerne etwas investieren, weil ich koste nicht viel Spenden. Ich brauche nicht so viel Spenden wie diese Großen. Also, es lohnt sich schon. Nur zum Sagen, nicht zum Angeben oder so. Ich möchte ja nicht gerne, ich gebe ja nicht gerne an. Aber einfach zum Sagen, dass ihr so etwas auch machen könnt. Ohne Probleme auch einen Nutzen davon habt. Und diese Kommentare wie, ja, du bist der Beste, macht mal etwas und so Sachen, die unterstützen mich natürlich auch. Also Dankeschön an den User, der mir da ein bisschen gespendet hat. Also ein bisschen Nachrichten gesendet hat. Spende ist ja das nicht, aber einen Aufruf an Spenden.
sowas hilft, oder? Oder Beats oder so. Da muss ich das zuerst, glaube ich, einstellen, weil ich ja Fastbot nicht mehr habe. Das ist down gegangen. Die haben aufgehört, das zu entwickeln. Aber das kann ich dann, also wenn ihr wollt, kann ich das wirklich einstellen. Das mache ich auch jetzt eigentlich. Und die Hasenjagd ist sehr erfolgreich. Boah, One-Hit-Slash. Ha, in der Falle. Hä, wieso trifft man die nicht? Obwohl man genau draufklickt und schlägt, trifft man die nicht. Schauen wir doch mal wegen Knochen. Ein bisschen Kohle abbauen. Ja, ich denke, nicht alles. Es gibt nichts mit Behutsamkeit, sonst könnte ich nämlich Ding holen. Das, was wir dann haben. Misel, glaube ich, heißt. Ja. Das geht immer so schnell, das liebe ich. Das ging ja immer relativ lange. Ich glaube, das ist Dings, Bigot, also Essentials X oder so, dass es so schnell geht, oder? Geht es im Singleplayer auch so schnell? Keine Ahnung. Aber am hilft es natürlich schon sehr. Jetzt muss ich gucken, sind wir nicht wieder vorne am Meer? Ne, wir sind ein bisschen nach drüben gegangen. Ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung man geht. Deshalb habe ich immer gerne eine Map dabei. Aber es gibt leider noch keine Map. Ich installiere sie mal, wenn es eine gibt, dann sofort mit Lightmod. Aber Süden. Sind wir immer nach Süden gegangen? Wir sind auch immer nach Norden gegangen. Ich weiß es. So verwirrt halt, ja. Gibt's halt einfach so, wenn man jetzt nicht immer die ganze Zeit die Kontrolle hat. Aber ich bin gerne ein bisschen verwirrt und finde dann immer wieder etwas Neues. Wenn man auch ein bisschen mehr schaut. Wenn man jetzt immer den Plan hat, in welche Richtung man geht, dann geht man eigentlich gerade durch, oder? Aber so, ja, kann ich da schon relativ viel rausbringen. Okay, mal Schafe nicht. Schweine eigentlich auch nicht. Ich esse lieber Steaks. Weil ich ja die Kühe an bewirtschafte sozusagen. Ja, ich bin nicht guter Jump'n'Runner. Ich habe irgendwie da den Speed verloren. Ach komm. Muss es sein, dass hier nirgends hochgeht? Ich bin nur gerade nach oben. Ja, vielleicht mit Stücke machen. Wenn ich so wenig Minecraft spiele, tue ich immer mit Doppel W drücken. Ich bin einfach noch nicht drin, also ich bin nie reingekommen, immer nur Stück zu drücken. Weil Stück ist so eine unbequeme Taste. Wieso haben die denn? Ja, zum Beispiel einmal hüpfen. Ja, es hat auch halten und dann hüpfen mal. Aber dass man einfach Speed durch irgendwelche, die Leertaste bekommt oder die rechte Maustaste oder so. Aber ja, die Tasten sind sehr begrenzt in Minecraft. Das ist nun mal so. So, gehen wir doch zum Hauen, ja. Zum Dorf. Ein schönes Dorf. Ich liebe diese Architektur der, was soll ich sagen, Beduinen. Oh, Lava. Voll im Sprung. Wow, Lava, lieber weg. Das ist auch gut. Ich habe Stück losgelassen und renne noch. Dass man da einfach die W-Taste dann noch loslassen muss. Und das Haus ist eigentlich ziemlich interessant. Jetzt. Lösch. Ja, genau. Ich brauche doch ein paar von diesen Kaninchenfällen für die Speed-Tränke. Das Haus ist hier oben gespawnt, glaube ich, und hier unten dann einfach erweitert worden. Wie man so kennt, dank den Entwicklern. Oder ist das wirklich ein einzelnes, wirklich? Das ist ein Appartement, das ist wirklich so. Cool. Gib mir grünes Bett. Grünes Bett sieht cool aus. Aber ist hier oben etwas? Ja. Okay.
ziemlich nice. Voll krass gut. Und wenn man jetzt hier rüber geht, auf die Seite, auch eine Kiste. Aber leider noch Farming-Sachen. Ja, ja, ja. Ja, hat sich gelohnt. Schade. So. Was haben wir denn hier? Ein Schaf, das kaputt gegangen ist. Webstühle, die nehme ich mit. Ja. Aber so, das gibt so richtig Inspiration, um auch etwas Wüstenartiges bauen zu können. Also zwei Betten ist gut. Teppich. Ich nehme Teppich mit. Ja, und habe keinen Platz mehr, kann nichts mehr rauswerfen. Ja. Gut. Hallo! Oh, schön. Du bist ein Schön. Ich will dir zu Hause auch einen haben. Was hat hier geschrien? Ah, immer die normalen. Wieso gibt es so viele normalen? Ah ja, genau. Man muss sie zuerst umwandeln. Ja. Okay. Du hast mich überzeugt. Das ist mein Bett jetzt. Boah, bin ich böse zu denen. Ich nehme einfach mal hier ab und gut weg. So, wie gesagt, tschüss. Ich bin mal weg. Hey, lass meine Sachen hier. Wir müssen überleben. Steht ihr? Udo. Wüstendorf, aber nicht mit Ü, sondern mit U. Aha. Ich habe keinen Sattel, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen weiter reiten. Katzen können wir halt auch nicht so gut. Oh, Tränke, sehr schön gemacht. Ah ja, stimmt, das Wasser kann man jetzt überall hin platzieren. Okay. Ja, dann ist Video vorbei. Dankeschön fürs Zusehen. Und ich gehe noch in das Dorf da drüben. Tschüss.